Was ist da im Moment los in Österreich? Na, es ist in der Tat sehr eigenartig, weil man hat ja in Österreich über lange Zeit das Gefühl haben können, dass die Geschichte irgendwie stehen geblieben ist. Ja, dass es so wie es ist, zwar mit vielleicht sich von Zeit zu Zeit auswechselndem Personal, aber grundsätzlich strukturell, institutionell, das ist ganz fest einbetoniert geradezu. Ja. Und jetzt hat man das Gefühl, es beginnt alles zu rutschen. Und es geht offensichtlich wirklich erst eine zumindest innenpolitische Epoche in Österreich zu Ende. Es hat viele, viele Gründe und Ursachen. Und das Bemerkenswerte, also wenn wir jetzt einmal nur von der Symptomatik sprechen, woran erkennen wir, dass eine innerösterreichische Zeitenwende stattfindet? Zum ersten Mal in der Geschichte der Zweiten Republik ist kein Kandidat der beiden Großparteien, man muss heute sagen vormaligen Großparteien, in die Stichwahl gekommen. Also es kann kein Kandidat entweder der Sozialdemokratie oder der Christdemokratie, so wie es bisher immer war, Präsident werden. Sondern wir haben einen freiheitlichen Kandidaten der Stichwahl, also einen ziemlich rechtsaußen Kandidaten und einen Grünen. Ja, und die Grünen waren ja auch nie auffällig bei Wahlen durch betörend berauschende Wahlergebnisse. Ja. Das ist ein Symptom für zwei Dinge zunächst. Den Untergang der traditionellen Parteien, die sich das Land politisch bisher immer aufgeteilt haben, und einer tiefen Spaltung in der Gesellschaft, die es entweder nicht gegeben hat oder die irgendwie überdeckt und überlagert war. Vor allem durch das System der Sozialpartnerschaft, das ja ein politisches System der unausgesetzten Kompromisskultur war. Ja? Und Harmonisierung der Realität. Das ist offensichtlich einmal zu Ende. Es gibt viele Gründe dafür. Also gehen wir mal davon aus, dass wirklich weite Teile der österreichischen Bevölkerung sehr unzufrieden sind. Und da könnte man jetzt lang darüber reden, warum das so ist, aber setzen wir es einmal voraus. Eine große Unzufriedenheit. Diese große Unzufriedenheit wird am stärksten bedient von der Freiheitlichen Partei, also einer Rechtsaußenpartei. Und trotzdem war eigentlich jedem denkenden Menschen in Österreich klar, und zwar seit 20 Jahren, seit dem Aufstieg von Jörg Haider, dem Vorgänger von Strache, dass das Wählerpotenzial dieser Partei bei rund 30% liegt. Ja? Jetzt könnte man sagen, so, warum soll es nicht eine Oppositionspartei geben, die 30% hat und eine starke Opposition im Parlament machen, ja, und 70% haben die nicht gewählt. Aber es ist was Eigenartiges passiert. Es haben die Spitzenpolitiker und die Repräsentanten der beiden anderen großen Parteien, nämlich der Sozialdemokratie und der Christdemokratie, plötzlich Panik bekommen, ja, und haben gesagt, die wachsen, die sind so laut, die sind so auffällig, es wächst ein enormes Ressentiment und Wut und so weiter. Wir müssen das auffangen irgendwie. Und sie haben begonnen, systematisch die Forderungen der Freiheitlichen Partei zur eigenen Politik zu machen und selbst umzusetzen. Und sie haben begonnen, deren Losungen und deren Schlagworte und deren Phrasen auch noch zu übernehmen. Und haben geglaubt, wenn wir pausbäckig in dieselben Segeln blasen, dass wir dann den Freiheitlichen den Wind aus den Segeln nehmen. Das war vollkommen schizophren. Und was ist passiert? Die 70%, die Freiheitlichen nicht gewählt haben, sind total frustriert von diesen beiden Parteien und wählen sie nicht mehr. Und darum sind die jetzt beide nur mehr auf jeweils 11% gekommen. Und diejenigen, die bisher schon freiheitlich gewählt haben, die haben gesagt, na bitte, jetzt sagen die es auch, der Strache oder die FPÖ, die haben das immer schon früher gesagt, die haben also recht gehabt,
Und wenn der regieren würde, der hätte es alles schon früher gemacht. Und sind daher auch frustriert, dass der Schmiedl noch immer regiert, während sie doch den Schmied haben könnten. Das muss eine Regierung, die ins Parlament einzieht und sich im Parlament konstituiert mit einer Mehrheit, ja, im Parlament einmal schaffen, ja, 100% der Bevölkerung zu frustrieren. Das ist ein zutiefst österreichisches Phänomen. Ja, das ist immer passiert. Und das Zweite ist, dass es, und das glaube ich, war eine historische Konstante, die aus Gründen, über die ich gerne auch Auskunft geben kann, lange Zeit verdeckt war, es in Österreich strukturell schon die gesamte Zweite Republik hindurch einen starken Hang und eine eigentlich Kontinuität gab in der Sehnsucht nach autoritärer Politik, einer wirklich also konsequent rechten nationalistischen, irgendwie nationalistischen Politik, ich gehe so weit zu sagen, nach einer faschistoiden Politik. Ja. Diese Sehnsucht ist ganz, ganz stark und weit verbreitet in Österreich, und zwar aus einem einfachen Grund, den alle, die von außen nach Österreich schauen, immer vergessen. Und vor allem die Deutschen vergessen das. Und der Grund ist ganz einfach zu erklären. Die Deutschen hatten den Nationalsozialismus. Und es war nach 1945 klar, das war eine Verbrecherbande, das war kriminell, das war, es muss entnazifiziert werden, es muss ein demokratisches Bewusstsein geschaffen werden, man muss Demokratie einüben und die freien, aufgeklärten westlichen Werte und so weiter. Das war vollkommen klar und selbstverständlich. Und es hat jeder, der Dümmste in Deutschland, hat verstanden, es macht sich nicht mehr gut, wenn man so ein bisschen so sagt, so schlecht war der Hitler auch nicht. Es mag ab und zu irgendwer, aber es war politisch, hat sich das nicht mehr manifestieren können. Das war einfach ein klarer Konsens. Österreich hat ja nicht nur den Nationalsozialismus gehabt, sondern davor einen hausgemachten Faschismus, den Austrofaschismus. Und in Österreich ist nach 1945 auch entnazifiziert worden. Und auch wenn man sagt, vielleicht ein bisschen zu halbherzig und nicht konsequent genug, aber es war auch in Österreich klar, Nationalsozialismus, das ist ganz, ganz böse, ja? Und damit wollen wir nichts mehr zu tun haben, das war kriminell, und das Entnazifizieren hat natürlich auch in Österreich stattgefunden, aber es hat nach 1945 sich niemand mehr die Mühe gemacht, den Austrofaschismus aufzuarbeiten, sondern es ist im Gegenteil passiert, dadurch, dass der österreichische Kanzler Dollfuss, ja, der das Parlament ausgeschaltet hat, die österreichische Demokratie zerschlagen hat, einen autoritären faschistischen Ständestaat gegründet hat und so weiter. Also der hausgemachte faschistische Führer war ein Widerstandskämpfer, weil er ist von Nazis ermordet worden. Ja? Und es wurde das nie wieder in Frage gestellt, Austrofaschismus, sondern es war auch in Gestalt des austrofaschistischen Führers eigentlich eine Variante oder eine besonders konsequente, bewundernswerte Variante des Patriotismus. Das war ein Österreicher, der hat sich gegen Hitler gewehrt. Dass er ein Faschist war, hat plötzlich keine Rolle mehr gespielt, aber dadurch wurde es möglich, faschistoide Ideologeme, faschistisches Gedankengut, faschistische Traditionen, die aus dem Austrofaschismus, aus dem eigenen, aus dem hausgemachten Faschismus kamen, einfach kontinuierlich weiterleben zu lassen. Und das war immer unter dem Titel Patriotismus. In Österreich ist Patriotismus ein Synonym für austrofaschistisches Bewusstsein. So. Und das ist jetzt der Grund für die innerösterreichischen Zerwürfnisse, weil wenn jetzt sozusagen patriotisch ist, wie das alles so hochkommt und hochschäumt, ja, also, und der typische österreichische autoritäre Charakter jetzt in der Oberhand bekommt, also im Sinne dieses Austropatriotismus, der einfach faschistoid ist, ja, dann sagen die Linken mit ihrem feinen Näschen für Faschismus, sagen dann, ihr seid Nazis. Ja? Die sind erbost, weil sie sind keine Nazis. Das sind keine Nazis, sie sind Austrofaschisten, ist schlimm genug.
Ja? Aber es gibt schon dadurch überhaupt keine politische Diskussion mehr, keine Möglichkeit mehr, irgendwas aufzuklären, weil die Linken sagen, ihr seid Nazis und die Faschisten sagen, wir sind keine Nazis. Ja, sie sind keine Nazis, sie sind Faschisten. Aber sie sind Faschisten. Ja? Und in einer Zeit, in der aus verschiedenen Gründen, Globalisierung, die Blockaden in der Europäischen Union, die ganzen Krisen, die jetzt sozusagen in dieser globalen Welt über alle Staaten also hereinbrechen, von den humanitären Katastrophen, also die zu diesen Flüchtlingsströmen geführt haben, dann über die Finanz- und Eurokrise, wo die Menschen Angst bekommen, wirklich also um ein Minimum von ökonomischer Sicherheit und so weiter. Das sind klassische Momente, wo vor allem in Österreich dann der Ruf nach einem starken Mann laut wird oder nach einer starken Partei, die endlich durchgreift. Und das ist die Freiheitliche Partei, die das ganz klassisch macht. Sie bietet Sündenböcke an. Ja? Wir haben eine Bildungsmisere. Nein, wir machen keine Bildungsreform. Wir müssen die Ausländer rauswerfen, weil es hat zu viele Ausländer in den Schulen. Daher kommt die Bildungsmisere. Wir haben ein Problem mit der Finanzierung des Sozialstaats. Nein, wir machen keine Reform unseres sozialstaatlichen Modells und können es ein bisschen verschlanken, ein bisschen modernisieren und neue Entwicklungen berücksichtigen. Nein, wir müssen die Ausländer rauswerfen, weil die kriegen ja auch die Mindestsicherung. Das kostet zu viel Geld und dann ist für die eigenen Leute nichts da. Wir haben ein Pensionsproblem, das Pensionssystem ist nicht mehr finanzierbar. Nein, wir machen keine Pensionsreform, wir müssen die Ausländer rauswerfen, ja, weil die kosten zu viel, arbeiten nichts, zahlen nichts ein in das Pensionssystem. Also wir haben nicht ein Finanzproblem, ein Bildungsproblem, eine Sozialstaatskrise, eine Pensionskrise. Nein, wir haben nur Ausländerproblem. Das ist klassisch, das ist ein Sündenbock für alle und jeden. Das ist faschistoid, dass man das überhaupt diskutieren muss, ist ein Rätsel. So. Aber es funktioniert. Die Sozialdemokraten sagen, wir bringen eine Bildungsreform mit der ÖVP in der Koalition nicht zustande. Was sagen wir jetzt die Menschen? Sie sagen nicht, mit dem Partner schaffen wir das nicht. Sie sagen, vielleicht sind wirklich die Ausländer schuld. Dann die ÖVP sagt, die SPÖ möchte immer so eine radikale Bildungsreform. Ja, also die will immer eine Einheitsschule, die will einen Einheitsbrei, die sind alles Sozialisten. Ja, also mit denen kann man keine Bildungsreform machen. Dann sagen sie, wie erklären wir das den Leuten? Dann sagen sie nicht, wir haben ganz andere pädagogische Vorstellungen. Sie sagen, es ist ein zu hoher Ausländeranteil an den Schulen. So, dann sagen die Wähler, na jetzt sagen die Sozialdemokraten sagen, was die Freiheitlichen gesagt haben, die Christdemokraten sagen, was die Freiheitlichen gesagt haben, die Grünen leben am Mond und die Freiheitlichen haben es immer schon gesagt und die wählen wir jetzt. Und so kommt es zustande, dass aus dem Nichts ein Mensch wie der Hofer, ja, der freiheitliche Präsidentschaftskandidat, ja, die meisten Stimmen bekommt, 600.000 in dem kleinen, winzigen Österreich, 600.000 Stimmen mehr als der Zweitplatzierte. Ja? Sozialdemokraten, Christdemokraten haben überhaupt nichts, die können jeden ihrer Wähler mit Handschlag begrüßen. Ja? So, und jetzt kommt etwas ganz, ganz Interessantes. Jetzt kommt etwas wirklich Interessantes, was niemand in Deutschland weiß. Und was aber die Grundlage der verzwickten Situation heute in Österreich ist. Österreich hat eine Verfassung. Diese Verfassung ist seit dem ersten Tag der Gründung der Republik Österreich täglich und systematisch gebrochen worden. Weil es wurde sehr, sehr schnell parallel zur Verfassung das heißt wirklich offiziell so, eine sogenannte Realverfassung eingeführt. In der Verfassung steht, das Parlament macht das Gesetz. Ja? In der Realverfassung macht das Parlament überhaupt kein Gesetz, sondern die Sozialpartner. Die treffen sich unter verschlossenen Türen, finden einen Kompromiss, machen sich irgendwas aus und dann kommt es ins Parlament. Und in dem Augenblick, wo es die Türen der Sozialpartnerschaft verlässt, ist es schon beschlossen. Das im Parlament ist ja nur mal blanker Formalismus. Ja? Nur als Beispiel. Und systematisch ist die österreichische Verfassung vom ersten Tag an in der politischen Praxis gebrochen worden und es war allen Menschen egal,
weil das verbunden war mit wachsendem Wohlstand. So, was haben jetzt Österreicher demokratiegeschichtlich, nachdem sie endlich eine demokratische Republik gehabt haben und ein Parlament und so weiter, was haben die gelernt? Und zwar jetzt über 3 Generationen Minimum. Sie haben Folgendes gelernt. Das Parlament ist unwichtig. Das ist eine wunderbare Lehre für Menschen in einer Demokratie. Ne? Das Parlament ist unwichtig. Ja? Und Demokratie erweist sich in steigendem Wohlstand. So. Ist auch eine seltsame und schrullige Definition von Demokratie. Dann kommt noch dazu, dass Sie auch gelernt haben, auch die Verfassung ist unwichtig, weil sie wurde ja systematisch gebrochen. Ja, mehr noch, immer wenn die Regierung auf Empfehlung der Sozialpartner ein Gesetz machen wollte, das der Verfassung, dem Wortlaut der Verfassung widerspricht, oder vom Verfassungsgerichtshof als verfassungswidrig aufgehoben werden würde oder überhaupt allen weltweit bekannten Idealen einer demokratischen Verfassung widerspricht, hat man im Parlament dieses Gesetz mit 2/3 Mehrheit zum Verfassungsgesetz gemacht. Es wurde dadurch Teil der Verfassung und damit dem Verfassungsgerichtshof entzogen, auch wenn es in radikalen Widerspruch stand zu einem anderen Verfassungsgesetz. Das hat dann dazu geführt, dass ja nicht nur die Verfassung systematisch gebrochen wurde, sondern am Ende vollkommen als Ruine dastand. So. Und wissen Sie, was interessant ist? Es kommt nämlich das Entscheidende in der aktuellen Situation. Zum ersten Mal, und das ist ausgerechnet ein Faschist, zum ersten Mal tritt er bei der Wahl einer an, nämlich der Präsidentschaftskandidat Hofer, und sagt, ich werde die Verfassung ernst nehmen. Ich werde nach dem Buchstaben der Verfassung euer Präsident sein. Und in der Verfassung steht nämlich auch drinnen, dass der Präsident die Regierung entlassen kann, eine Regierung von sogenannten Experten nach seiner Wahl einfach einsetzen kann, das Parlament schließen kann. Das ist alles ein Rest der österreichischen Verfassung vom Austrofaschismus. Ja? Das ist irgendwie in der Verfassung drinnen geblieben. Und jeder Präsident der Zweiten Republik hat gesagt, ja, ich weiß, das steht in der Verfassung, aber das macht man nicht so. Ja? Also die Realverfassung war immer anders. Die Realverfassung, also man kann sagen, in der Verfassung steht Paragraph 1, Österreich ist eine demokratische Republik, alles Recht geht vom Volk aus. Realverfassung, Paragraph 1, Österreich ist eine demokratische Republik, alle Macht geht von der Gewohnheit aus. So, das so, und da kann man alles weiter davon ableiten. Und jetzt kommt zum ersten Mal einer, der sagt, na, ich mache es, wie es in der Verfassung steht. Und daraufhin bricht bei allen aufgeklärten Demokraten zu Recht Panik aus, ja, weil die Verfassung Faschismus ermöglicht und nur der Bruch der Verfassung den Faschismus verhindert. Jetzt haben Sie Österreich.